Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen horrorigen und gruseligen Abenteuer bei Black Mirror 2. Wir haben den ersten Teil schon komplett durchgespielt. Und dieser Teil soll wir so ein bisschen zum einen Rückblicke auf die Vorgeschichte geben. Also sprich die Vorgeschichte zu Teil 1, als auch einen Anschluss an Teil 1 weiterführen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal gemeinsam an. Mittlerweile gibt es schon recht viele Teile, ich glaube 4 Teile, also sprich einen dritten Teil noch und noch eine Neuauflage des ersten Teils, die wir uns alle gemeinsam nach der Reihe nach anschauen werden, in chronologischer Reihenfolge. Und ja, in diesem Let's Play werden wir uns, wie gesagt, gemeinsam Teil 2 anschauen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf ein neues Spiel und starten rein. Kleine Info vorab. Die Videosequenzen kann ich leider nicht separat von der Lautstärke einstellen. Die sind in der Regel ein bisschen lauter, ne? Also sollte da irgendwie für euch das ein bisschen zu laut sein, ganz kleinen Moment dann runterregeln, bis wir dann wieder im Gameplay sind. So, wir starten auf oder klicken auf neues Spiel. Wir werden hier mal eine Ausnahme machen. Wir werden hier mal auf einfach belassen. Ihr seht halt, was die Unterschiede sind. Die einzigen Unterschiede bei normal ist, dass wir halt entsprechend keine zusätzlichen Informationen kriegen. Da wir hier aber uns voll und ganz der Story widmen wollen und aus dem ersten Teil wissen wir halt auch schon, dass wir teilweise Passagen hatten, wo wir recht lange suchen mussten, machen wir das hier mal auf einfach. Wie gesagt, wir könnten es im Nachhinein noch ändern, aber wir belassen es mal bei einfach. So, dann klicken wir drauf und starten rein in Black Mirror 2. Samuel? Bist du hier irgendwo? Findest. Au, was ist mit dir? Ich kenne dich nicht mehr. Ich kenne meinen eigenen Mann nicht. Du verschwindest jede Nacht. Du sprichst nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Wo ist der Samuel, den ich geheiratet habe? Ich will meinen Mann zurück. Black Mirror 2.
Na los, mach schon! Dreh die verdammte Sicherung wieder rein! Ich will den Laden öffnen! So, und damit nochmal recht herzlich willkommen zu Black Mirror 2. Ich nutze diese kleine Gelegenheit, bevor wir hier wirklich reinstarten, nochmal darauf hinzuweisen, gerne fleißig Däumchen drücken, ne? Wie gesagt, neue Projekte, nicht zuletzt halt auch von kleinen YouTubern, wie in meinem Fall, haben es auf YouTube relativ schwer. Daher gerne von Anfang an fleißig unterstützen, damit jederzeit und vor allen Dingen fortwährend weiter Content hier auf dem Channel möglich ist. So, dann bin ich mal tierisch gespannt. Wie gesagt, wir haben eben im Video schon so ein bisschen die Vorgeschichte gesehen zu Teil 1. Wir erinnern uns, wir waren ja da mit Samuel im Schloss unterwegs und hatten in der oberen Etage immer so eine verbrannte Stelle des Schlosses, ne? Und haben dann nach und nach immer so ein bisschen erfahren, dass seine Frau wohl gestorben ist. Jetzt haben wir so ein bisschen gesehen, was die Hintergrundgeschichte dahinter war, ne? Ganz interessant. So, wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir hatten nämlich irgendeine Taste. Da gucken wir mal ganz kurz in den Optionen. Wir hatten irgendeine Taste, mit der wir uns zusätzliche Tipps anzeigen lassen konnten. Jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, welche das war. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Gucken einfach mal durch. Okay, mit J können wir unser Journal aufrufen. Also sprich unser Tagebuch. Wir sind anscheinend Student oder so, ne? Stand ja da, erstes Semester. Die Sicherung, Mann! Mach die Augen auf! Alter, wir grüllten uns da so dermaßen an. Das ist dann mal eine tolle Begrüßung. Mit Taste H können wir uns interessante Dinge anzeigen lassen, ne? Damit wir uns nicht ganz so stundenlang irgendwo die Augen aus dem Kopf suchen, sondern hier sollten wir irgendwas übersehen haben, immer nochmal eine Sicherheit haben, dass wir wirklich alles durchgeguckt haben. Oder würde ich sagen, geben wir mal alle Dinge ab, ne? Sie spendet wenigstens etwas Licht, bis ich den Strom wieder eingeschaltet habe. So, dann gehen wir mal gleich zum Sicherungskasten. Ein alter, staubbedeckter Sicherungskasten. Oben kommen eine Menge Kabel heraus, die an den Deckenbalken entlang verlegt sind. Sieht nicht sonderlich vertrauenserweckend aus. So, das ist natürlich sehr, sehr schön, dass wir hier auch eine komplett deutsch vertonte Version haben, ne? Für die Information, ich spiele hier die Steam-Version. Das Spiel gibt es auch auf GOG, aber bei GOG ist immer so ein bisschen das Problem. Ist immer ein zweiseitiges Schwert. In der Regel ist der Performance da immer besser, was die Spiele angeht, aber bei GOG gibt es teilweise immer nur englische Versionen. Hier bei Steam habe ich mich halt dementsprechend verdient. Wird das heute noch was? Es kann doch nicht so lange dauern, eine neue Sicherung einzusetzen. Ja, lass mich doch mal ausreden mit den Leuten. Gott, ist der unverschämt. Wie gesagt, mit der Steam-Version hat man halt immer den großen Vorteil, dass wir halt da auch immer mal die deutsche Version haben. Wäre im Moment nicht so tragisch gewesen, da ich alle Black Mirror-Teile auch als Retail-Version habe, also sprich noch als standardmäßige CD-Version. Da haben wir immer den großen Glück, dass wir da immer eine deutsche Version haben. So, dann wollen wir mal gucken. Ne? Ein alter, staubbedeckter Sicherungskasten. Oben kommen eine Menge Kabel heraus, die an den Deckenbalken entlang verlegt sind. Sieht nicht sonderlich vertrauenserweckend aus. Okay, die Frage ist natürlich, wie kriegen wir das auf? Wir gucken uns erstmal alles an, ne? Mal sehen. Einige Plastikbehälter, Flaschen und Schachteln. Glühbirnen, Kabel, Schmierfett. Und ein kleiner Karton mit Sicherungen. Sehr gut. Das klingt doch schon mal auf sehr gut. Auf der Schachtel sind Keramiksicherungen abgebildet. Okay, wahrscheinlich mit der linken Maustaste nochmal. Sehr gut. Sehen wir auch unten der schon so. Hoffentlich funktionieren die Ersatzsicherungen. In diesem Laden hier weiß man ja nie. So, jetzt natürlich die Frage, wie wir das hier aufkriegen, ne? Hier oben haben wir nochmal eine Info. Wenn du ein Item im Inventar aktivieren möchtest, klicke es mit der rechten Maustaste an. Okay, sobald wir die Maustaste nach unten bewegen, öffnet sich unser Inventar. Und von da aus können wir dann entsprechend die Sachen nehmen. So, dann gucken wir doch mal. Wir müssen erst den Sicherungskasten wahrscheinlich irgendwie aufmachen, ne? Na toll. Okay. Wie alles, was Fuller gehört. Ziemlicher Schrott. Okay, dann müssen wir bloß mal gucken, wo wir hier entsprechend die kaputte reinmachen müssen. Abdeckung. Hier muss die defekte Sicherung drunter sein. Fuller hat wohl schon daran herumgedreht, aber mal wieder nichts gebacken gekriegt. So, das heißt, wir machen das auf, nehmen die defekte Sicherung raus. Die anderen drei Sicherungen sehen ganz in Ordnung aus, aber die hier ist hinüber.
Die schmeiß ich gleich weg, sonst komme ich noch durcheinander. So, sehr gut. Dann brauchen wir jetzt den Sicherungskasten. Oder dementsprechend Dingskirchen. Im Karton ist nur eine Sicherung. Aber die sieht wenigstens unbenutzt aus. Ich denke, sie müsste noch funktionieren. Sehr schön. Das nenne ich mal Glück, ne? Ausgerechnet eine einzige Sicherung, die wir brauchten, ist noch drin. Da fragt man sich natürlich, warum man so einen riesen Karton da ins Regal stellt, wenn nur noch eine Sicherung drin ist, ne? So, dann ab dafür. Das wäre das. Jetzt fehlt nur noch der Strom. So, müssen wir uns erst wieder die Abdeckung drüber machen? Sieht alles gut aus. Nur der Strom fehlt noch. Okay, ich hätte sicherheitstechnisch jetzt nochmal die Abdeckung drüber gemacht, aber gut. Wer bin ich schon, das anzuzweifeln, ne? Ich bin ja nicht derjenige, der einen Stromschlag abkriegt, wenn irgendwas nicht passt. Eine Sicherung auszutauschen schaffe ich gerade noch ohne Anleitung. Boah, ist der hochnäsig. Wird man hier als Spieler schon beleidigt vom Spielecharakter. Na dann, ich hab ihn gewarnt, ne? Wenn er jetzt einen Schlag kriegt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Dann schauen wir mal. Es war Licht. Sehr gut. Die brauchen wir nur nicht mehr. Ich liebe immer den Geruch von ausgeblasenen Kerzen. Dieses leicht verrauchte so. Das liebe ich immer. So, was haben wir denn hier? Die Leertaste zeigt dir alle verfügbaren interaktiven Punkte einer Szene. Ah, okay. Okay, gut. Ich habe es mit der Taste H gemacht, da geht's anscheinend auch. Aber dann können wir es auch mit der Leertaste machen. Ja, gut. Und dann gucken wir uns erstmal alles in Ruhe an, bevor wir hochgehen, ne? Jetzt müssten wir ja unsere Ruhe haben. Der Fuller dürfte uns nicht die ganze Zeit anschnauzen. Licht sollte wieder da sein. Ich lasse sie hier stehen, falls der Strom noch einmal ausfällt. Der Sicherungskasten macht den Eindruck, als dürfte das nur eine Frage der Zeit sein. Okay. Ich fasse das Ding nicht mehr an, wenn ich nicht unbedingt muss. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Ah, jetzt auf einmal, ne? So, dann gucken wir uns alles mal nochmal genau an. Eine zeitlos schlichte 80-Watt-Birne an einem Kabel. Ein Klassiker. Boah, heute würde man dafür gesteinigt und gefoltert werden, ne? Wenn man so eine stromfressende Leuchte noch hätte. Ich fasse doch keine eingeschaltete Glühbirne an. Die ist bestimmt heiß. Ach komm, schade. Ich dachte, er ist so ein Dulli. Die gammelige Holzpalette versperrt mir den Blick auf die unteren Regalbretter. Ich kann nicht erkennen, was dahinter steht. Na, da würde ich mal raten, wir nehmen die Holzplatte einfach mal weg, ne? Wie wär's denn damit? So. Okay. Da haben wir einmal Entwickler. Die können wir bestimmt hier brauchen. Das ist Fotoentwickler. Scheint schon länger dort zu stehen, aber die Flasche ist fest verschlossen. Könnte also noch funktionieren. So, na dann, Ex. So, wer weiß, wofür wir es mal brauchen. Fuller wird ihn kaum vermissen. Und selbst wenn, ich kann damit leben. So, ist echt angenehm, dass wir diese Wohlfühlfunktion haben, dass wir uns nicht alles selber absuchen müssen, ne? So, um zusätzliche Hintergrundinformationen zu Gegenständen zu erhalten, klicke sie mit der rechten Maustaste an. Dann machen wir das mal, ne? So. Das ist eine Postkarte von Biddeford. Sie ist ganz praktisch, um von einer Ecke zur anderen zu kommen. Aber jetzt kann ich gerade nicht quer durch den Ort laufen. Ich habe hier noch zu tun. Ah, ist im Prinzip wie im ersten Teil die Schnellreisefunktion, ne? Da hat man ja auch eine Landkarte von der ganzen Umgebung, über die wir dann Schnellreise machen konnten. So ein Fotoapparat. Wir sind wahrscheinlich irgendwie ein Student, der irgendwo Fotografie oder so studiert. Meine Spiegelreflexkamera mit Blitzlicht. Ohne gehe ich nicht aus dem Haus. Wow, das nenne ich mal eine Angewohnheit, ne? Meine Spiegelreflexkamera mit Blitzlicht. Okay, mehr sagt er uns nicht. Und der Fotoentwickler? Ein kleiner Kanister mit Fotoentwickler aus Fullers Keller. Er ist randvoll. Noch, ne? Wenn wir Durst kriegen, immerhin eine Flüssigkeit. So, was haben wir hier unten Schönes? Ein verbeulter Farbeimer mit fast einem halben Zentimeter Staub auf dem Deckel. Sollte vielleicht mal gereinigt werden. Dr. Rainbow's Finest. Pearly White, 85. Ich kann mich nicht daran erinnern, in diesem Haus schon einmal irgendetwas Perlweißes gesehen zu haben. Tja, als Mitarbeiter sollte man vielleicht auch mal sauber machen. Hm? Oh, wir werden es mit dem Spielecharakter, glaube ich, noch sowas von wegkriegen. So, was haben wir hier Schönes? Irgendein Foto von Strand und Meer. Solche Bilder gibt's ohne Ende. Sehen irgendwie alle gleich aus. Irgendein Foto von Strand und Meer. Okay, aber damit können wir irgendwas machen. Irgendein Foto von Strand und... So, was haben wir hier unten?
Bodenbretter. Auf den Bodenbrettern liegt nur wenig Staub. Sie glänzen geradezu. Steht Fuller hier jeden Abend und trinkt ein Bier und schaut sich die hässlichen Bilder an? Ah, verdächtig, ne? Diese Bretter hier liegen nicht parallel zur Wand, sondern sind um 90 Grad gedreht. Sie bilden ein Rechteck von etwa 80 cm Breite und 60 cm Höhe. Seltsam. Er kann aber gut schätzen, ne? Also ich würde jetzt nicht aus dem Stegreif irgendwie so eine Abmessung schätzen können. Die Bretter sind gar nicht fest. Sie schwanken leicht und sind ein kleines Stück im Boden versunken, als ich draufgestiegen bin. Okay. Irgendetwas ist seltsam mit dieser Stelle. Aber ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Irgendetwas ist seltsam mit dieser Stelle. Okay. Hoffentlich keine Falltür, ne? So, jetzt haben wir hier verschiedene Schnüre. Dann gucken wir doch mal, was wir hier mitmachen können. Nicht. Wenn ich schlechte Bilder sehen will, kann ich das auch oben im Laden tun. Boah. Also wenn man so über seinen Arbeitgeber redet, ne? Lieber nicht. Okay, hier können wir anscheinend nichts mitmachen. Lieber nicht. Gut, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so an Gegenständen haben, was wir hier abchecken können. Bodenbretter müssen wir uns auf jeden Fall mal merken, ne? Da können wir irgendwas mitmachen. Gruselige Kleiderpuppe. Eine alte Kleiderpuppe. Dem Geruch nach zu urteilen, ist sie irgendwann einmal feucht geworden und schimmelt nun vor sich hin. Boah, riecht wie Großmutter, ne? Ich würde sie nicht einmal geschenkt mitnehmen, selbst wenn sie unbeschädigt wäre. So, okay, damit können wir also schon mal nichts mehr machen. Dann der Wassereimer. Ein uralter, verrosteter Eimer. Auf dem Boden steht noch ein Fingerbreit Wasser. Naja, wenn wir Durst haben, ne? Mit dem Wasser im Eimer dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er nicht mehr zu gebrauchen ist. Okay, aber damit können wir anscheinend nichts machen. Ein Wasserhahn. Falls Fuller einen Garten hätte und ihn bewässern wollen würde, könnte er das von hier aus tun. Aber in Fullers Garten würde so oder so nichts wachsen. Da sind nur Leichen vergraben, keine Panik. Ich brauche gerade weder einen Eimer noch abgestandenes Rostwasser. Okay, aber später wahrscheinlich, ne? Ich hatte sich jetzt nicht so an die Antwort, als ob das jetzt ausgeschlossen wäre. So, Bierkiste. Eine Bierkiste mit 24 Flaschen. Alle leer. Und die Flaschen sind nicht verstaubt. Bier hält hier nicht lange. Naja. Bei so einem aggressiven Typen da oben kann man sich dann ein bisschen denken, wo die Aggression wahrscheinlich herkommt. Hm? Billiges Bier passt zu Fuller. Mich wundert nur, warum er die Kiste hier im Keller hat. Der geht doch nicht jedes Mal in den Keller, wenn er oben ein Bier trinken will. Okay, damit war das Item auch fertig. Dann Gartenschlauch. Ein alter Gartenschlauch mit garantiert mehr als den zwei vorgesehenen Löchern. Kann man die mitnehmen? Damit kann ich nichts anfangen. Ah. Okay, was haben wir hier Schönes? Die Aussicht eines Gefangenen wahrscheinlich, ne? Ein Lichtschacht mit Gitter. Führt hoch zum Hinterhof. Die Scharniere am Kellergitter sind verrostet. Keine Ahnung, ob man es noch öffnen könnte. Dürfte zumindest höllisch quietschen. Ich will das Gitter nicht öffnen. Warum auch? Aber da das Ding weiter aktivierbar ist? Ich will das Gitter nicht öffnen. Warum auch? Werden wir hier wahrscheinlich irgendwann mal fliehen müssen, ne? Habe ich das Gefühl. So, dann würde ich fast sagen, wir gehen mal nach oben, ne? Gucken uns oben mal um. Aufgabe erledigt, Strom ist drin. Oben wartet ein wundervoller Arbeitstag, voller Anerkennung und innerer Befriedigung auf mich. Na endlich! Ganz wichtig aufs College gehen, aber zu dämlich, eine Sicherung einzudrehen. Boah, darf ich dir mal eine drücken? Stell das Schild da vorne vorm Laden auf. Bewegung! Boah, Alter. Also das nicht mal ein Arbeitgeber, ne? Das ist Fullers Kamera. Gar nicht schlecht, das Ding. Wenn gute Technik fehlendes Talent wettmachen würde, könnte selbst ein Vollidiot wie Fuller damit gute Bilder schießen. Okay, wir scheinen kein gutes Arbeitsverhältnis zu haben. Das ist Fullers Kamera. Gar nicht schlecht, das Ding. Boah, Corona! Hust mir ja nicht ins Gesicht, Bursche. So, Scheinwerfer? Die Ausrüstung des Stümpers ist eigentlich nicht schlecht. Und ziemlich kostspielig. Die Lampen sehen noch fabrikneu aus. Die hat er bestimmt noch nicht lange. Fragt man sich, wie er sich die leisten kann, ne? Vielleicht lief der Laden früher besser und er hatte Ersparnisse. Oder er hat sich die neuen Lampen auf Kredit gekauft. Der Laden kann das zumindest nicht abgeworfen haben.
So, was haben wir da? Hinterzimmer, Keller. Rote Apparate, können wir auch nochmal gucken? Viele der Sachen sind hier überteuert. Aber, ist ja auch klar. Es gibt hier im Ort nur einen Fotoladen. Das nutzt er aus. Alter. Boah, behalt die Lunge drinne. Die Postkarten zeigen alle Motive aus Neuengland. Das sind die Standardkarten, die man hier überall bekommt. Also typische Touri-Falle, ne? Wem sollte ich eine Karte schicken? Meinen spießigen Kommilitonen, die ich kaum kenne? Oder meiner Mom, die ein paar Häuser weiter wohnt? Okay. Einfache Spiegelreflexkameras für den Privatgebrauch. Nichts Besonderes. So, was haben wir hier noch? Durchgang zur Dunkelkammer. Okay. Haben wir hier Schönes? Nicht verwunderlich, dass Fuller eine Ablenkung braucht. Pro Tag kommen hier nicht einmal 5 Kunden rein. Boah. Da fragt man sich wirklich, wer den Laden behalten kann, ne? Gestern, als ich den Verkaufsraum aufräumen musste, liefen die ganze Zeit irgendwelche dämlichen Nachmittagstalkshows. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Okay, was haben wir sonst noch so? Hier unten Rahmen und Kartons. Die Bilderrahmen werden nicht gerade professionell präsentiert. Alter. Allerdings hätten sie es auch nicht verdient. Klingt ein bisschen eklig, ne? Mal gucken wir uns erstmal überall in Ruhe um. Das ist ein Leuchttisch zum Betrachten von Dias und Negativen. Mit dem wir anscheinend nichts machen können, oder? Oh, funktioniert. Jetzt bräuchte ich nur noch Dias oder Negative. Interessant. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass so ein Ding hier ist, ne? Können wir die Kasse klauen? An meinem ersten Tag hat mein freundlicher Chef mich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er genauestens über den Geldbetrag in der Kasse Buch führe. Ach, verdammt. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich nichts mitgehen lassen soll. Ich habe kein Interesse an der Kasse. Kann man kein Interesse an der Kasse haben? So gestört? Diese Fotohalter bestehen aus so einer Art Presspappe. Man kann Bilder aufkleben und sie so besser aufhängen. Der Nachteil ist, dass sie leicht verstauben können. Ich bin die böse kleine Stimme, ne? Der böse kleine Teufel auf seiner Schulter. Ich brauche da nichts von. Ich hänge meine Bilder nur selten auf. Okay. Dann haben wir hier erstmal alles. Wir können ja mit ihm mal reden. Boah, Alter. 5 Meter Abstand, Bursche. Fuller. Was soll man sagen? Ein guter Grund, an der Menschheit zu zweifeln. Ich arbeite erst seit ein paar Tagen hier und mittlerweile habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass er sich noch mal wie ein normaler Mensch verhält. Das hier dürfte der anstrengendste Ferienjob werden, den ich je hatte. Ferienjob im Fotostudio? Ja klar, super Sache. Neues Lernen, Kohle verdienen. Die Realität sieht anders aus. Dicker, kahler. Okay. Entschuldigung. Was willst du? Wir können ihn ein paar Sachen fragen, ne? Über den Laden. Der Laden läuft nicht gut, oder? Was geht dich das an? Gar nichts, gar nichts. Es liegt doch bestimmt an der gigantischen Konkurrenz hier in Biddeford, dass hier so wenig los ist. Woran sollte es sonst liegen? Das ist das einzige Fotostudio hier. Das habe ich mir gedacht. So, und dann die Sicherung? Ich habe die Sicherung ausgetauscht. Ja, und jetzt? Willst du einen Orden? Bring das verdammte Schild nach draußen, habe ich gesagt. Boah, widerlicher Typ einfach nur, ne? So, dann schnappen wir uns mal eine Wärmeschicht. Der Laden läuft nicht gut. Und ich denke, daran wird auch ein billiges Schild nichts ändern. Aber was soll's. Na komm, nehmen wir das Schild. So, was haben wir hier? Um zusätzliche Hintergrundinformationen zu Personen zu erhalten, klicke sie mit der rechten Maustaste an. Aha. Fuller. Was soll man sagen? Okay. Ich arbeite das hier durch die gleichen. Okay, sind die gleichen Informationen. Die Realität sieht anders aus. Dicker. Kahler. So, dann schlagen wir uns mal so schön. Aber was soll. So, dann. Herr mit dem Schild. Schildträger vom Dienst. Dir hat wohl jemand den Kopf verdreht. Hm? Du hast es verkehrt herum hingestellt. Ja.
Ich möchte Porträtaufnahmen machen lassen. Schöne Schwarz-Weiß-Bilder. Bin ich da bei dir richtig? Oh ja, genau richtig. Schwarz-Weiß-Fotografie ist meine absolute Spezialität. Wunderbar. Dann können wir ja loslegen. Ich heiße übrigens Angelina. Ich bin Darren. Lass uns reingehen. Welch Zufall. Willkommen in Fullers Fotoladen. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Porträtaufnahmen machen lassen. Sehr gut. Wir können sofort anfangen, werte Dame. Aber eigentlich sollte Darren... Aber, der ist doch nur der Laufbursche. Ein schönes Kind wie Sie verdient einen richtigen Fotografen. Yikes. Hier, hol die Post ab und bring den Brief zu Mrs. Biber, deiner am Hauptplatz. Ich hab zu tun. Boah, puh. Ich will die eigentlich ungern mit dem alleine lassen, wenn ich ehrlich bin, ne? Fuck! Du sagst es, Junge. Aber sowas von... So, mit der Tab-Taste kannst du... Cutscenes überspringen. Aha. So, gucken wir nochmal. Über dem Laden wohnt Fuller mit seiner Mutter. Ach du Gott. Was ein Muttersöhnchen. Ich habe die alte Schachtel noch nicht kennengelernt. Gemessen an ihrem Sohn und ihrem über alles geliebten Drecksköter habe ich dabei auch nicht viel verpasst. Okay. Schaufenster? Die meisten Bilder hier im Schaufenster sind nicht von Fuller. In einem klaren Moment muss er sich gedacht haben, dass er lieber echte Fotografen für sich werben lässt. Natürlich wissen die nichts von ihrem Glück. Porträtaufnahmen, Gruppenbilder, Hochzeitsbilder und Landschaften. Alles hübsch langweilig, wie sich das gehört. Na gut. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's für die erste Folge. Wir machen hier eine kleine Pause. Und nächste Folge werden wir uns wahrscheinlich weiter in der Stadt umschauen müssen und die ersten hoffentlich etwas netteren Persönlichkeiten hier im Ort kennenlernen dürfen. Wie gesagt, unbedingt fleißig Däumchen drücken, unterstützt dieses neue Projekt hier auf unserem kleinen Channel, um fleißig und ordentlich durchzustarten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Black Mirror 2. Bis dahin bleibt mir schön gesund und ciao, ciao.